Der Grund für diese heutige Pressekonferenz, das ist der jüngste Amoklauf, möchte ich sagen, der österreichischen Bundesregierung, allem voran des Bundeskanzlers und des Gesundheitsministers. Ein Amoklauf gegen die Freiheit und gegen die Menschenwürde in diesem Land unter dem Deckmantel der Gesundheitspolitik. Ich wähle ganz bewusst diese Bezeichnung Amoklauf. Ich könnte auch sagen, es ist ein Frontalangriff, der hier gestartet wird, auf die Grund- und Freiheitsrechte der gesamten Bevölkerung und insbesondere der Gruppe der Ungeimpften. Welche Grund- und Freiheitsrechte werden hier angegriffen? Das Recht auf individuelle Freiheit, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Recht auf Arbeit und das Recht darauf, dass man nicht diskriminiert werden darf.